hun alle gute Matkrit, dass der Prozess vom 25. Februar letztes Jahr ab einem Punkt gekommen ist, wo es schon länger Zeit angedeutet hat, dass eine abschneidende Decision misst geholt gehen am Sinn von einer kompletten Instruktion von der Affäre Bommelier. Ich konnte gerade dort kurz überfliegen, die Motivation davon geht in die Richtung, wo der Parquet auch die letzte Woche plädiert hat. Das heißt, dass gesagt wird, aus dem Interesse von den Droit de la Défense heraus, sowohl betreffend Neger und Nevilmes, wie auch die potenzielle Neuleute, wo der Parquet die Inkulpation gefragt hat, verlangen nicht, dass die Instruktion zurück bei den Untersuchungsrichter geht, den dann ob Requisitoire vom Parquet, den der letzte 25. Juni 2014 an der Kammer der Instruktion gegangen ist, ob du weiter Inkulpationen kommen oder nicht. Ich hatte letzte Woche gesagt, an der Sitzung hatte ich gesagt, wertfreien Personen, dass der Parquet der Meinung war, dass müsste weiter inkulpiert gehen. Da das einerseits den Herr Stebens, den Herr Harpes, den Herr Busch, den Herr Reuland und den Herr Schockweiler, weil sie an der Hierarchie von der Demolition Gendarmerie eine Rolle gespielt haben, auf die ich heute einfach nicht mehr angehen, wo es sich herausgestellt hat, dass gravierende Verdachtsmomente bestehen, die es nicht mehr erlauben, sie als normale Zeichenheit zu behandeln, mit die der Überzeugung vom Parquet verlangen, dass die Leute inkulpiert gehen, mit allen Garantien natürlich auch, die das für sie verbindet. Erstens Recht auf einen Advokat, zweitens Recht, Access zum Dossier zu holen. Die Frage, die sich natürlich stellt, die sich für jeden stellt, wie weit wird denn das vielleicht nicht echter gemacht, von Anfang an? Vielleicht können verschiedene Leute sich noch daran erinnern, dass wir die Frage am März 2013 schon debattiert hatten, wo er jetzt gegangen ist, um eine mögliche Inkulpation, wenn es vor Témoignage vis-à-vis von Herrn Geiben betreffend eine Konfrontation mit Herrn Wormringer, wenn ich mich richtig erinnere. Demnach ist auch schon mehr oder weniger angeklungen, dass der Vermisstassistent unterbrochen ging. Auch schon demnach hat der Parquet plädiert, dass der Herr nicht an dem Stadium abhalten darf. Wir wären der Meinung, dass die Instruktion an der Sitzung misst, so weit wie möglich und so komplett wie möglich weitergetrieben gehen und das am Ende von einer guten Administration von der Justiz. Wir wären der Meinung, dass alle guten Probleme, die sich könnte stellen. En fait, et en droit, müsste man den einen abgelöscht gehen und dann müsste den au bout de l'instruction die Konklusionen daraus erzählen, die sich müssen imposieren. Aber wir sind eben nun mal auf einen Punkt gekommen, wo wir als Parquet der Meinung sind, dass die Instruktion, was die Tradition von den Themen anbelangt, von den Experten anbelangt, so komplett ist, wie sie nicht mehr sehen. Dass wir so bei einem Punkt sind, wo wir keine anderen Devoiren envisagieren, raisonnablement envisagieren können, bevor wir zu den Inkulpationen oder den Inkulpationen, die der Parquet fragt, schreiten. Ich will hier direkt anfügen, dass die Requisitionen oder die Konklusionen, wie immer dadurch wird genannt gehen, immer nehmen als Tat auch zu bezeichnen sind. Den Untersuchungsrichter, als wir da wisst, frei, nur seinen Regeln von Code d'Instruction kriminell zu decidieren, ob in den Requisitoiren an dem einen oder anderen Punkt switten geht. Ich weiß also nicht, ob den Untersuchungsrichter, und ich weiß auch nicht, wie nie den Untersuchungsrichter wird, zu der einen oder anderen Inkulpation schreiten. Das ist auch so, dass ich, wie auch letzte Woche angeklungen, als an der Sitzung gefragt habe, dass die Leute, a titre principal, also hauptsächlich sollen angeklagt gehen, als Autor, Co-Autor oder Kompliz von denen Straftaten sie wird, dass sie, wie erweitert, sollen beschuldigt, die selber darunter teilgeholt zu können, sie wird für die anderen Leute, dass sie Kenntnis davon hätten, an die Straftaten ever entweder mal organisiert, en connaissance de cause toleriert oder so dirigiert tun, dass sie weiterhin möglich wären, wird sie also auch in einem gewissen Sinn als Co-Auteur oder Kompliz können erscheinen lassen. Subsidiäre Stoße habe ich aber gefragt, dass von den Untersuchungen sich da nicht so d'accord sind, dass die Elemente, die wir ihm in der Brehe tun, die Inkulpationen vorzuhören. Subsidiäre Stoße haben wir also gefragt, dass die Leute sollen beschuldigt gehen, wenn es vor Témoignage, weil sie in der Eid, also in der Zeichung, noch Sachen gesagt haben, die nicht der Wörter entsprechen und die den aktuellen beschuldigten Scheherer Wilmes
entweder können zu Unrecht im Moment schulden oder nutzen, so steht es im Text. Und mir noch dann subsidiär dazu gefragt, dass die betreffenden Leute am Fall, wo die anderen Qualifikationen nicht zurückbehalten gehen, wenn es Entrave à la Justiz, also Justizbehinderung, sollen belangt gehen, in dem Sinn, dass sie unserer Überzeugung nur willentlich und wissentlich wichtige Informationen zurückhalten, die sie kennen, an die den normalen Auflauf von der Justiz, also das, in diesem Fall der Chambre Criminelle ihrer Sitzung, durch Obstakel machen. Eine Frage, die möglicherweise auch kommt, als wie geht es los hier? Nicht den Inkulpationen, wo ich nicht kann garantieren, dass sie kommen oder nicht, aber ich kann nicht garantieren, der Park wird das Dossier ganz nah suivieren und auch ganz klar fragen, dass wenn die eine oder andere Inkulpation nicht kommt, dass wir da können abwirken, dass gegebenenfalls eine Decision darüber kommt, für das der Park eventuell kann Rekurs dagegen machen und das durch die anderen Untersuchungsgerichtsgremien klären lassen. Ich habe an dem Requisitoire auch gefragt, dass diese Konklusionen unabhängig sind von weiteren Konklusionen, die der Parquet sich für Recht behält, zu all gegebenen Zeitpunkten vorzuhören. Das wir ob eventuell eine Frage zu antworten, wie weit steht denn Herr Geibe nicht, ob der löscht, wie weit geht nicht gefragt, dass Herr Geibe soll einkulpiert gehen. Der Parquet ist zu diesem Stadium der Meinung, wie oft schon auch geklungen ist, dass der Geibe weder am Dossier noch aus dem Dossier raus ist. Lo kann ihn das, wird am Dossier aus so oder so appreciieren. Aber wie gesagt, le Parquet wäre au grain, wenn sich an den weiteren Devoiren Elemente rausschälen, die eine Inkulpation erforderlich machen, wird der Parquet keine Sekunde zecken, für auch da seine Verantwortung zu verhüllen und so Requisitoire und den Untersuchungsrichter zu machen. Die von ihr Sitzung suiviert während all der Zeit, Mengen ich müssen aber wissen, dass weder in der Welt noch ich irgendeine Ursache haben, was auch immer für hier irgendetwas vis-à-vis von irgendeinem viel zu enthalten und auf den Teppich zu kehren oder ich weiß nicht was. Wenn ich den Schritt möchte, wie die Affäre hier an der Sitzung zu verhandeln, dann ist das sicher nicht immer Pläsier gewesen, aber da muss ich aber mitkriegen tun, dass wir alles Mögliche machen, für dass die Affäre hier abgeklärt wird, durch den ganz großen Interesse im Spiel und auch die Kredibilität von den Institutionen und von den Instanzen, als hier visiert. Der Parquet hat auch an dem Requisitoire, den adressiert das an den Untersuchungsrichter, weiter Devoire gefragt, die sollen exekutiert gehen, also nicht nur Inkulpationen, aber auch andere Devoire, und es handelt sich dabei, ich gehe nicht auf die Liste an, es zu Ursachen, erstens fällt das in der Secret Instruction, ich kann nicht das nicht mitteilen, und zweitens sind aber die Sachen zum Teil auch schon an den Sitzungen abgeworfen gehen. Also all die Devoire, die der Paris d'autre, sie wird von der Défense, Partie Civil oder vom Parquet schon an der Sitzung gefragt gesehen, aber als irgendeine Ursache nach nicht am Kader von der Pouvoire von der Chambre Criminelle vom Artikel 218 aufgehandelt geworden, fragt der Parquet formell, dass sie sollen am Kader von der Disjonction des Poursuites beim Untersuchungsrichter, sie wird in der Form von weiteren Auditionen, von weiteren Perquisitionen, von weiteren Commission Rogatoire Internationale sollen exekutiert gehen. Also, die Devoire gehen in alle Richtungen, das ist nicht, dass wir eingleisig fahren, das ist auch nicht, dass der Parquet sich, wie mal angeklungen ist, opposiert zu der engen oder einer Piste, wie es an diesem Dossier genannt wird. Alles soll verifiziert gehen, wenn nach einem Kehr, der Parquet ist nicht Herr Meister, über das wird der Untersuchungsrichter am Endeffekt durchaus er möchte. Hier als einzig an der Länge zuständig wird zu decidieren, was am Interesse von der Wahrheitsfindung nötig ist, aber eventuell überflüssig ist, per rapport zu dem, was der Parquet fragt. Ich weiß noch nicht, ob ich einen wichtigen Punkt von mir aus vergessen habe. Die Frage, die sich vielleicht stellt, was für ein Delay kann ich da envisagieren, die Frage kann ich mir vorstellen, dass sicher kommen, wir wollen nicht auf die Suche schneiden. Ich kann nicht das nicht tun.
es sind nicht ein Untersuchungsrichter, es sind ein Tributär von seinem Kalbin, und es ist auch gar nicht Tributär, am Fall, wo Inkulpationen vorgeholt sind, von denen Demanden, Rekuren, die dann gegebenenfalls den neuen Inkulpen hier auf der Quote werden stellen. Das meine ich also so sicher wie Damen am Gebiet, dass da werden Prozeduren kommen, die da müssen für in der Chambre du Conseil respektive anderen Instanzen ausgefochten gehen. Da kann ich also bei Live Gottes nicht sagen, wie weit das gefächert ist. Da sind wir noch möglicherweise, wenn wir von dem Szenario ausgehen, 6 weitere Inkulpe, 6 weitere Verkote, 6 verschiedene neue Interessen, vielleicht auch mehr, wie gesagt, die dann da zur Debatte stehen.